Hallo, liebe Zwillinge, hier kommt dein Sternzeichen-Quickie für die neue Woche. Die Woche vom 28.08. bis 3.9.2023. Schön, dass du hier bist. Die Kartenlegung ist für dich, wenn du die Zwillinge hast, im Sonnenzeichen, im Aszendent und oder in deinem Mondzeichen. Und weißt ja, allgemeine öffentliche Kartenlegungen sind halt allgemein. Nimm sie an, wenn sie dir Klarheit bringen, wenn sie dich unterstützen, wenn sie dich bestätigen, was du eh schon vermutet hast. Wenn sie dich verwirren, nimm sie nicht an. Dann schau in das Video vom Aszendent oder Mondzeichen rein. Und es geht um Emotionen. Emotionen spüren, wenn sie kommen, nicht wegdrücken, dich den Emotionen hingeben, die Freude fühlen in aller Intensität, Schmerz, Wut, Trauer, was auch immer hochkommt. Nimm wahr, vertag deine Emotionen nicht auf später, sondern tauch da ein in die Intensität der Gefühle. Halte dich nicht dran fest, verhafte dich nicht daran, aber fühle, was gefühlt werden will. Und es gibt ja im Grunde nur vier Grundemotionen. Es gibt Freude, es gibt Trauer, es gibt Ärger und es gibt Wut. Was ist es? Geh da mal rein. Wenn du was fühlst, was du vielleicht anders benennen würdest, was ist die Emotion dahinter? Welche der vier ist es, was wirklich gerade da ist? Warum ist es da? Was lernst du darüber über dich? Und wenn du die Erkenntnis hast, dann lass es ziehen. Und es sieht so aus, als könnte es hier wirklich um ja, eine innere Unruhe gehen, um Verlust gehen, Verlust, der auch was mit Geld zu tun hat. Also vielleicht hast du auch gerade Geldsorgen, Mangelgedanken. Und aus Angst oder Mangel ist nie ein guter Entscheidungsträger. Ja, also wenn du Entscheidungen triffst aufgrund von Mangel und Angst, ich mach mal, weil, dann bist du so sehr in der Kontrolle und nicht verbunden mit dem Fluss des Lebens. Und ich meine, ich sage das jetzt so clever, und natürlich kennen wir alle, auch ich, die Momente, wo wir verdammt, was passiert hier gerade? Und wir wollen unbedingt die Kontrolle behalten. Aber manchmal ist es am sinnvollsten, die Sachen sich entwickeln zu lassen, wie sie sich entwickeln und unseren Emotionen, die dahinter stehen, auf den Grund zu gehen. Weil wir treffen andere Entscheidungen, wenn uns klar ist, warum wir fühlen, wie wir fühlen. Um dann erst geklärt, gedankengeklärt, wieder in die Aktion zu gehen. Weil sonst kann es passieren, dass wir, wie gesagt, komische Entscheidungen treffen, die wir anders treffen würden, wenn wir in der Fülle sind. Weil ich finde ja auch diese Karte so schön. Sie heult, dass all diese Kelche ausgekippt sind, übersieht aber, dass die Kelche, das Beet, das hier angelegt ist, gewässert haben und dadurch was viel, viel Cooleres entsteht als fünf Wasserkelche. Ja, sie kriegt viel, viel mehr, weil die Kelche ausgekippt sind. Also guck mal auch, wo du vielleicht, wenn es um Geldfragen geht, ums Investieren geht, Entscheidungen triffst aus einem Mangel oder aus einer Angst heraus. Wenn ich das kaufe, das muss jetzt aber klappen, das muss jetzt funktionieren, weil sonst wär blöd. Oder eben auch, wo du auf dein Konto schaust und sagst, aber wenn ich das jetzt ausgebe, das Geld ist da, aber wenn ich es jetzt ausgebe, ist ja weg. Und übersiehst, was du aber eigentlich dafür kriegst, eigentlich was viel, viel Geileres, wenn du es denn investierst. Ja, also guck mal, in welche Richtung das da für dich geht. Also, wie gesagt, im Grunde, die Karten sagen nicht, mach's nicht. Die sagen nur, überprüfe deine Emotion, die Intention deiner Emotion dahinter, bevor du größere Entscheidungen triffst, die was mit Investitionen im Sinne von Geldinvestitionen zu tun haben oder auch generell Investitionen im Sinne von, wie viel Energie gebe ich in eine Sache rein oder halt auch nicht. Ja. Wo kommt das her? Welcher Elb ist denn an der Seite der Zwillinge? Hier kommen zwei. Ja, bei einmal respektiere alle Wesen, auch dich und deinen Körper. Und jetzt gerade in Bezug auf, also ne, das könnte jetzt eine neue Botschaft sein im Sinne von, tu dir selber was Gutes, damit du eben aus dieser emotionalen, vielleicht Schieflage in dieser Woche auch wieder rauskommen kannst, indem du dich mit tollen Menschen umgibst, die dich unterstützen, ob das Tiere sind, Menschen, ja, alle Wesen. Kann aber auch darum gehen, dass du generell deinem Körper was Gutes tun solltest in dieser Woche, was jetzt gar nicht mit dem Reading zu tun hat, sondern generell einfach ja, achtsamer mit der Ernährung umgehen, mit deinen Schlafgewohnheiten und wie auch immer. Ich buche mir, wenn ich Schieflage in meinem Business habe, wenn irgendwie nichts geht, dann buche ich mir immer Massagen.
wo andere sagen, warum machst du das? Also ich gehe immer zur Massage. Aber wenn ich sage, oh, bei mir läuft es gerade im Business nicht so gut, dann habe ich schon Freunde, die sagen, ja, dann gib doch dein Geld nicht für Massagen aus, dann spar doch das Geld, wenn du gerade nicht weißt, wo es herkommt. Ich sage aber, warum sollte ich das machen? Weil wenn viel los ist, dann muss ich die Massage immer so reinquetschen, dass ich dranbleibe. Wenn nichts los ist, dann gönne ich mir gerade eine Massage, weil jetzt habe ich ja die Zeit dazu. Das Geld ist ja noch da, ist ja nicht weg. Und nur weil ich denke, dass eventuell irgendwann nichts mehr reinkommt, da bin ich doch froh, dass ich die Massagen gehabt habe, wenn ich unter der Brücke wohne. Immer was bei der Massage, weißt du? Ich hoffe, du weißt, wie ich es meine. So, und die zweite Botschaft ist, öffne dein Herz und deine Seele für Partner, für eine Partnerschaft, die einer freien Welt würdig ist. Und das ist natürlich auch so ein Thema, wo ich bei Mangel dran denke. Das ist vielleicht, also für den einen oder anderen geht es vielleicht um Geld, Business-Geschichten, ja. Und für den anderen geht es aber auch darum, nicht in so einen Mangel zu gehen von, die andere Person meldet sich nicht. Ah, was ist denn da los? Muss ich mich jetzt melden? Was ist denn jetzt, ich renne mal hinterher oder doch nicht? Oder bin ich dann so, sondern koch mal runter. Wieder geh in die Verbundenheit mit deinen Emotionen. Reagiere ich gerade aus Freude? Ist es freudvoll? Dann mach's. Reagiere ich aus Mangel? Was ist denn das? Ist es Angst, wenn ich nicht mich melde, meldet sich die andere Person auch nicht mehr? Ist Angst ein guter Berater? Aus Wut? Bist du jetzt beleidigt? Ach, jetzt meldet die Person sich erst. Jetzt oder was? Ist das ein guter Berater? Oder bist du traurig bei irgendwas? Sitze mit deinen Emotionen, statt aus der Emotion heraus zu handeln. Handeln kannst du immer noch. Aber verstehe, was da abgeht. Das ist die Botschaft in dieser Woche für dich, lieber Zwilling. Übrigens, wenn du Lust hast, zum Beispiel deinen Emotionen mal näher auf den Grund zu gehen, dann können wir das mit der Aufstellungsarbeit machen. Und am 24.09., das ist ein Sonntag, biete ich wieder einen Tag lang an Reinschnuppern in die Welt des Aufstellens. Da können wir uns das genau anschauen, was da so los ist. Und wenn du da Lust drauf hast, ich verlinke dir das Aufstellen, also diesen Tag hier oder da. Im Oktober gibt es auch noch einen Tag, am 22.10., glaube ich. Dann guck mal, ob wir da einen Tag zusammen verbringen wollen und mal eintauchen in die Welt des Aufstellens. Danach kannst du Aufstellungen machen für dich, aber auch für andere. Kleinere Aufstellungen, ist nicht die Riesendinger, aber kleinere, kannst du sofort umsetzen und anwenden für dich und für andere, für Klarheitsfindung. Total genial. Also, vielleicht ist es ja was für dich, vielleicht sehe ich dich da. Gibt immer 6 Plätze. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche, schönen Tiefgang. Schau mal hin. Alles Liebe, deine Denise.